Dieses exotische Bakterium hier ist vielleicht der Schlüssel dafür, unsere Wirtschaft unabhängig von Öl, Gas und Kohle zu machen. Es wurde vor knapp 30 Jahren im Schlamm der Weser entdeckt. Nachdem es Forschende am Zentrum für synthetische Mikrobiologie in Marburg endlich geschafft hatten, Aromaticum aromatoleum im Labor zu kultivieren, wollten sie eigentlich herausfinden, wie das Bakterium Erdöl abbaut. Nebenbei entdeckten sie ein Enzym, das elektrische in chemische Energie umwandeln kann. Nach genau so einem Enzym hatten Tobias Erb und sein Team am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie gesucht. Die sogenannte Aldehyd-Ferredoxin-Oxidoreduktase, AOR, produziert aus Säuren und mithilfe von Elektronen, also Strom, Aldehyde. AOR ist das Schlüsselenzym in einer Abfolge von insgesamt 4 Enzymen, die die elektrische Energie für die Produktion von ATP nutzt, dem Energielieferanten schlechthin in der Natur. Von Menschen produzierte Elektrizität ließ sich bislang nicht direkt für biochemische Reaktionen nutzen. Mit dem von den Forschenden entwickelten Stoffwechselzyklus lässt sich nun erstmals elektrische direkt in biochemische Energie umwandeln. Dies ermöglicht die Produktion energiereicher Wertstoffe wie Stärke, Biokraftstoffe oder Proteinen aus einfachen Zellbausteinen und zukünftig sogar aus Kohlendioxid. Grüne elektrische Energie aus Wind- und Solarkraft ließe sich auf diese Weise über längere Zeiträume in biologischen Molekülen speichern. Der sogenannte AAA-Zyklus könnte künftig die Schnittstelle zwischen Elektrizität einerseits und der Chemie und Biologie auf der anderen Seite darstellen. Dass es erstmals gelungen ist, elektrischen Strom direkt in chemische und biochemische Reaktionen einzuspeisen, ist ein absoluter Durchbruch und ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Wirtschaft. Bis das neue Konzept in der Praxis eingesetzt werden kann, sind jedoch weitere Forschungsarbeiten nötig. Noch sind die Enzyme nicht stabil genug, sie zerfallen unter Sauerstoff relativ schnell. Außerdem sind die umgesetzten Energiemengen sehr klein. Damit eines Tages im industriellen Maßstab elektrische in biochemische Energie umgewandelt werden kann, will Tobias Erb seine Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Fraunhofer Gesellschaft weiterentwickeln.